jetzt will man mich wirklich auf den Boden bringen und mir wirklich mein gesamtes Leben kaputt machen. Mir wird wirklich gerade Gewalt in einer Sendung vorgeworfen. Würgen. Also das ist für mich wirklich Zerstörung. Aber ich habe irgendwie eine Frau gehabt, die mich so, bitte verzeiht mir jetzt die Wortwahl, mich so ficken will. Im Würgegriff des Dr. Mabuse. Naja, Dr. Mabuse ist ja nicht, aber nicht minder unauffällig. Der Erik aus dem Sommerhaus, Ego-König, hat ja jetzt auch seine derzeitige Ex gewürgt. Da wird man auf Ewigkeit in allen Sendungen gesperrt. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich nenne euch die Fakten, was gerade durch die Yellow Press geht. Benvenuti ragazzi! Ja, die Nächte sind momentan ja etwas kürzer, wo ich ja für euch das Sommerhaus zusammenfasse und ich war gerade in ein bisschen Ausruhmodus. Gestern war ich auch noch Disco Pogo machen mit meinem Austauschschüler Italiano Numero 4, Numero 4. Ja, und dann lese ich aber das, Erik soll seine Ex-Freundin Katta während der Dreharbeiten wohl gewürgt haben, steht in der Bild-Zeitung. Was ist da dran? Was sagt Erik selbst dazu? Hallöchen, Freunde. Eigentlich wollte ich jetzt gar keine Story machen, weil ich jetzt hier auch gerade was anderes zu tun habe und einfach eine wunderschöne Zeit auf Malle. Natürlich habe ich den Bildartikel gerade gesehen und ich muss euch eins sagen, ich bin da echt komplett tiefenentspannt, weil ich weiß, ich habe nichts gemacht. Leute, mal ganz kurz, wenn ich das gemacht hätte, was in dem Bildartikel mir vorgeworfen wird, ich sag euch eins, da wird man auf Ewigkeit in allen Sendungen gesperrt, das ist das Schlimmste überhaupt und ich sehe das einfach nur als Witz an und ich glaube, diese Info jetzt kommt einfach nur von einer gewissen Person an die Bild, weil diese Person gerade ein großes Problem hat, dass ich hier eine schöne Zeit auf Malle habe, ja, aber das, was mir da vorgeworfen wird, sorry, Alter, also mehr Rufmord geht nicht. Und das ist wirklich die komplette Katastrophe. Und Leute, mal ganz im Ernst, also ich poste das jetzt auch wirklich nochmal hier ganz offen, obwohl ich es eigentlich nicht machen müsste, weil ich mir echt nichts vorzuwerfen habe. Und überleg doch mal selbst, eine Person zu würgen in einem Reality-Format. Ey, würde sowas passieren, da würden drei Securities reinrennen, einen auf den Boden drängen und man würde für alle Ewigkeiten rausfliegen. Und ich habe da jetzt wirklich überhaupt keine Angst. Wir werden das jetzt klären mit der Produktionsfirma, mit dem Sender. Es wurde 24 Stunden gefilmt. Also ich würde gerne das Bildmaterial dazu sehen. Da würde ich wirklich gerne mal das Bildmaterial sehen. Und dementsprechend, Leute, egal was es ist, das ist eine ganz, ganz ekelhafte Nummer gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier auf Malle. Das ist nicht schön zu lesen. Man muss auch immer sagen, ich habe Familie. Ja, es ist auch Fernsehen. Aber das, was da behauptet wird, ist wirklich eine Sache, wo ich echt sage, jetzt will man mich wirklich auf den Boden bringen und mir wirklich mein gesamtes Leben kaputt machen. Das ist traurig zu... Mir wird wirklich gerade Gewalt in einer Sendung vorgeworfen. Würgen. Also schlimmer geht's nicht. Ich will nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt, ja? Ich will das gar nicht aussprechen, weil ich will jetzt auch nicht darüber Späß oder sowas machen. Aber es ist wirklich so eine Frechheit und ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich gerade hier wirklich Sommertrip der Stars, was wirklich drei wirklich geile Tage sind, aber... Das beschäftigt einen schon und ich kann euch wirklich nur eins sagen, das lässt mich natürlich nicht kalt. Ja? Ich habe ein reines Gewissen, ich weiß auch, dass es zu meinen Gunsten ausgehen wird, ich werde jetzt auch dagegen vorgehen, aber das ist echt ist wirklich ein schlechter Scherz und ich will wirklich nochmal betonen, ja? Ich habe Familie, die sich um mich Sorgen macht, ich habe Freunde, die sich auch um mich Sorgen machen und das geht jetzt hier wirklich eine Nummer zu weit, ganz im Ernst. Und Leute, nochmal ganz kurz, ich habe ja diese Meldung heute schon bekommen und sollte mich äußern. Und wisst ihr was? Ich habe mich extra gegen eine Unterlassungsklage entschieden, weil ich einfach weiß, dass es eine komplette Lüge ist und dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und ich überhaupt keine Angst habe und einfach ganz klar bewiesen wird, dass ich das nicht gemacht habe. Ja? Und da wird mir die Produktionsfirma helfen, da wird mir RTL helfen, das ist ganz, ganz klar, weil es wurde 24 Stunden gefilmt. Ja? Und wenn ein Mensch gewürgt wird in so einer Sendung, dann wird ja davon Bildmaterial irgendwo da sein, ja? Und dieses Bildmaterial gibt es nicht, ja? Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Das ist einfach so suspekt. Aber ich sag ganz einfach, ich habe keine Angst davor, ja? Natürlich, es geht mir gerade sehr, sehr nah. Bin jetzt auch natürlich ein bisschen down. Eigentlich sollte ich hier eine schöne Zeit haben, aber ich versuche jetzt erstmal abzuschalten, Leute, ja?
Hallöchen, Freunde. Ja, um ganz kurz nochmal auf den Artikel von gestern einzugehen. Wirklich große Story, große Headline, gewürgt, dann ganz viele Gewaltvorwürfe gegen mich, ganz großes Tamtam, ganz am Ende dann RTL dementiert. Ja, also das ist für mich wirklich Zerstörung und das habe ich echt in der Art und Weise auch noch nie erlebt. Und auch die Zitate von ja gewissen Personen sind wirklich einfach dafür gemacht, um wirklich mein Leben zu zerstören. Und da werde ich auch natürlich gegen vorgehen, das ist natürlich klar. Ist trotzdem eine schwere Zeit gerade für mich, weil die Zeitung interessiert es doch nicht. Jetzt geht es erstmal raus, es wird gewürgt drinstehen, immer ist mein Gesicht sozusagen mit drin. Ja, neue Situation für mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin da trotzdem noch super tiefenentspannt und mache hier auch weiter mein Ding jetzt auch beim Sommertrip der Stars, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, also ich habe nichts gemacht, nicht im Haus, nicht eine Woche davor und das wird auf alle Fälle auch. Und Leute, bitte, ja, seid bitte nicht so dumm. Ihr glaubt doch nicht, wenn ich so eine Aktion gebracht hätte, dass RTL mich jetzt zur Wiedersehensshow einladen würde, dass RTL mich noch einmal bucht oder dass RTL, Mann, die würden mich abkapseln. Und ihr habt ja auch damals Promis der Palmen und so gesehen, ja, wo Prinz Markus da auch die Aktion gebracht hat und wo leider Gottes auch Willi Herrn leider verstorben ist zu der Zeit. Ey, die hätten die ganze Sendung gekapselt, gecancelt. Ey, wir wären komplett raus gewesen. Da wäre alles kaputt. So eine Aktion kannst du nicht bringen im TV, ja. Steht ja auch in den Verträgen drin. Keine Gewalt, keine sonstigen Sachen, nicht irgendwie politisch äußern, ist ganz klar. Also bitte springt da nicht auf den Zug auf und glaubt es, weil ey, sonst würde RTL mir nie wieder eine Plattform geben. Die würden mich nie in die Presse jetzt reinnehmen, die würden mich für immer abkapseln und danach könnte ich wirklich zum Arbeitsamt gehen. Das ist ja eine Straftat. Klar, dass man so ein Statement dazu abgibt und sich dazu äußern möchte. Und wenn man richtig wütend und angefressen ist, vielleicht auch nochmal ein zweites Statement nachschieben. Aber so ab dem dritten Statement kommt es dann einem doch schon so vor, als ob man dieses Süppchen gern am Kochen lassen möchte. Also die Welle so lange reiten, wie sie da ist. Das ist für mich gerade wirklich in irgendeinem Hollywood-Movie. Aber ich habe noch nie erlebt, wirklich. Ey, ich bin wirklich ehrlich, ich bin ja auch nicht der beste Freund unbedingt, ja. Bin ich ehrlich, ja, ich habe auch meine Macken, Kanten, Karriere ist für mich das Wichtigste. Mache ich keinen Hehl draus, ich will bekannt werden, ich will Millionen verdienen. Wirklich, bin ich ehrlich, ist mein großes Ziel. Das werde ich auch bis zum Ende meines Lebens versuchen. Aber ich habe noch nie eine Frau gehabt, die mich so, bitte verzeiht mir jetzt die Wortwahl, mich so ficken will. Also mein Leben so kaputt machen will. Und ich werde mir jetzt echt ganz genau überlegen, welche Schritte ich eingehe. Ja, bin echt geplättet. Ja? Aber wie gesagt, jetzt schließen wir das erstmal gerade wieder ab. Aber ich will nicht sagen, dass es mich nicht belastet. Es ist wirklich krass gerade. Und damit es auch wirklich der Letzte versteht. Wisst ihr damals noch, wo Wendler bei DSDS war? Die haben ihn komplett verpixelt, weil er damals ja auch Sachen gebracht hat, die überhaupt nicht gehen. Aber die haben ihn wirklich komplett rausgenommen aus dem Programm. Ja? Und genauso wäre das bei mir auch gewesen. Ich hätte nie diese Plattform bekommen, die ich ja auch seit den letzten Wochen bekomme, wo ich bei YouTube bin, bei allen Presseberichten und auch im Fernsehen. Die hätten mir nie diese Bühne gegeben. Ja? Weil es gibt gewisse Sachen im Fernsehen, die gehen nicht. Und die soll es auch nie geben. Und das ist einmal Gewalt, das ist einmal sich politisch natürlich äußern. Das ist sowieso nicht mehr, ich will gar nicht politisch sagen, weil ich habe keine Ahnung von Politik. Ich weiß nicht mal, wer Bundeskanzler ist. Aber wisst ihr, dass er das auch versteht. So, es gibt gewisse Sachen, die gehören nicht ins Fernsehen. Und wenn man diese Sachen bringt, ist man für immer Game Over. Ja, da will wohl jemand wirklich den Eric richtig in die Pfanne hauen. Und ich denke, da ist wohl nicht so viel dran. Denn wenn RTL das einfach mit ein paar Wörtern dementiert, die haben natürlich das Sendematerial. Und ich frage mich auch, wie kann man sich so aus dem Fenster hängen und das behaupten, wo man doch weiß, es wird 24 Stunden alles gefilmt. Das kann man ja höchstens sonst nur... Es wird ja auf der Toilette gefilmt, ne? Also eigentlich, es wird ja alles überwacht. Und dann hätten sie da wahrscheinlich auch viel eher eingegriffen und sie hätten Eric da irgendwie nicht so viel Sendezeit gegeben und es ist alles... Ich glaube nicht, dass das Hand und Fuß hat. Was sagt ihr dazu? Die Rache einer verbitterten Ex? Möchte da jemand Schlagzeilen generieren? Ist es ganz schön unfair, sagt ihr, es geschieht im Recht. Wie ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr? Ist das alles nur erfunden? Kommentieren, abonnieren. Ciao ragazzi.